nach ihrer OP endlich nach Hause und ich freue mich auf Sänger und großer Freund unserer Show, schon öfter bei uns gewesen, Max Raabe, heute wieder da mit neuem Album, allerdings ohne Palastorchester. Schönen guten Morgen. Morgen. Ich dachte, Sie sprechen über mich, als Sie dieses Tier beschrieben haben. Nein, nein, nein. Das Palastorchester hat dann immer Pause, oder? Wenn ich hier sitze, ja. Dann dürfen die zu Hause frühstücken. Die Musiker schlafen immer ein bisschen länger. Jetzt haben Sie uns das neue Album mitgebracht, auch in der Plattenversion. Aber nicht mehr Schellack, wie oder? In der das Platten. Ist. Sie meinen. Ja, ja, hier, mit richtig rund Vinyl, und groß. Genau. Vinyl. Schellack ist das nicht mehr, ne? Nein, das ist Vinyl. 78 Umdrehungen brauchen wir nicht mehr. Aber Vinylscheiben sind wieder ganz groß im Kommen. Also wer richtig cool ist, lässt natürlich auch Vinylscheiben pressen. Für Frauen ist das kein Problem, heißt die neue Platte. Und da wollen wir auch mal reinhören und reingucken ins aktuelle Video. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Das, man hat sofort irgendwie im Ohr. Ja, ruhig weiter essen. Irgendwie nostalgisch, so ein bisschen 20s, aber irgendwie dann doch auch modern. Ja? Es ist nicht so nach rückwärts gerichtet, sondern mit dem Blick nach vorn. Also es sollte darum gehen, dass man sozusagen die Haltung der Texte und der 20er Jahre in die Gegenwart transportiert. Und das habe ich zusammen mit Annette Humpe gemacht. Wir haben neue Stücke geschrieben, die so ein bisschen in die Popmusik schielen. Aber eigentlich mehr so ein Rabe-Pop sind. Ja. Annette haben wir auch besucht, dazu später mehr im Laufe dieser Sendung. Das große Thema von Frauen ist, für Frauen ist das kein Problem, ist ja Multitasking. Genau. Was wir Männer nicht können und Frauen sind uns seit Jahrhunderten einen Schritt voraus. Ich kann es nicht, aber ich sehe, dass Frauen das besser können. Muss ja auch nicht, ne? Nicht mal ein Handy im Hause Raabe. Braucht man nicht. Ich frage mich immer, wie funktioniert das ohne Handy? Gerade in so einem Beruf, wo man ja auch von A nach B muss, die ganze Zeit unterwegs, Konzerte, Reisen, Interviews. Ja, nun bin ich ja nicht allein auf der Welt. Das ist das Palastorchester. Wir haben jemanden, der uns die Reisen bucht. Dann haben wir ein Büro mit einem Betriebsleiter. Also diese ganzen Sachen, die eigentlich wichtig sind, den Laden in Schwung zu halten, dafür braucht man ein Telefon. Und das machen dann Gott sei Dank fürs Orchester andere. Gibt es da nicht die Momente, wo man dann irgendwo steht und denkt, ach, jetzt müsste ich eigentlich telefonieren, aber... Ja, doch. Aber ich leih mir dann sozusagen von meinen Kollegen immer eins aus. Ja. Kann ich mal dein Telefon haben? Ja, oder von der Frau eins ausleihen. Egal. Die hat ja meistens zwei. Ja, also für Frauen ist das kein Problem, heißt die neue Platte von Max Raabe. Wir wollen mal wissen, warum eigentlich? Also warum sind Frauen so viel besser als Männer? Liebe Damen, liebe Herren, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail, vollekanne@zdf.de oder posten Sie auf Facebook. Was haben uns Frauen leider voraus? Und vielleicht auch, was Männer den Frauen voraus haben. Gibt da vielleicht auch ein paar auch Dinge? Was? Ja, ich weiß nicht. Bin gespannt, was kommt. Wir haben ja 1,5 Stunden Zeit. Wenn Sie Fragen an Max Raabe haben, natürlich gerne auch auf diesen Kanälen. Ich war ja schon beunruhigt, weil es hieß, wenn der Raabe mit dem Flugzeug kommt, dann Vorsicht, er lässt sich ungern am Flughafen die Schuhe ausziehen. Ist aber diesmal nichts passiert, oder? Ach so, ja, das mag ich. Also in Deutschland muss man es Gott sei Dank nicht, aber in Amerika muss man immer seine Schuhe bei den Kontrollen ausziehen. Hier teilweise auch. Ich glaube, das machen wir nach einem Zufallsprinzip. Es kommt nicht auf die geputzten Schuhe an, sondern... Ja, aber da muss man da im Gänsemarsch hinter diesen anderen Socken herlaufen. Und vor allem auf einem Weg, auf dem nicht nur Socken gingen. Ja, ich mag gar nicht drüber nachdenken. Wir frühstücken hier gerade. Ja, wir frühstücken, genau. In aller Ruhe und in aller Schönheit. Wir wünschen ein schönes Frühstück und ich freue mich auf die nächsten 1,5 Stunden. Sagen Sie. Volle Kanne Frühstück mit Sänger Max Raabe. Der Triertag klingt ein bisschen wie eine Benefizveranstaltung, ne? Der Triertag heute wieder. Die Polizei kommt und kassiert. Autofahrer mit einem Käfer unterwegs? Also so ein richtig schöner Alter? Im Winter fahre ich mit dem Auto nicht, aber ich habe einen Käfer, ja. Auch so richtig selber am Schrauben? Muss man sich den Raabe auch mal unter dem Auto vorstellen? Oder? Nein, besser nicht. Also ich will das Auto nicht kaputt schreiben. Man kann ja gewisse Sachen überschauen, also wenn er auf einmal hochtourig fährt oder so. Ich habe so ein paar Sachen, von denen ich weiß, was ich tun kann und was nicht, aber im Großen und Ganzen Finger lasse ich dann gerne davon. Dafür gibt es ja gute Leute. Sie sind ja prädestiniert dafür, eigentlich so ein Auto auch aus den 20s zu fahren. So einen richtig schönen Oldtimer mit großen Kotflügeln. So richtig schön gemütlich, wo die Polizei auch nichts sagt, weil man gar nicht schnell genug fahren kann. Hatten Sie sowas mal? Nein, nein, das ist mir dann zu auffällig. Ich bin mit meinem Käfer eigentlich ganz glücklich. Ja. Jetzt sind Sie 50 geworden. Ja.
Ende letzten Jahres. Ist das so ein wichtiges Datum für Sie gewesen, auch diese magische Zahl 50, da über diesen Äquator zu gehen? Also letztes Jahr habe ich so gedacht, oh Gott, nächstes Jahr wirst du 50 und da hatte ich irgendwie Sorge, jetzt ist es vorbei und jetzt bin ich 50 und es ist mir wurscht. Ja. Also, man fühlt sich nicht irgendwie anders, wenn man das so... Ich fühle mich überhaupt nicht älter, ich fühle mich besser denn je. Also, wurde der 50. dann ordentlich gefeiert? Ja, ja, ich habe das ganze Haus voller Gäste gehabt und alle eingeladen. Und morgens um 6:30 habe ich die Letzten dann ins Taxi gesetzt. Ja, nicht don't drink and drive, ne? Sonst wären wir wieder bei der Polizei. Jetzt heißt das neue Album, für Frauen ist das kein Problem. Was war denn die Initialzündung zu so einer Platte? Na, wir wollten halt mal wieder was zusammen machen. Was heißt, nachdem Küssen kann man nicht alleine so erfolgreich war, haben wir gesagt, jetzt wollen wir noch eine schreiben. Zumal auch viele unserer Hörer gesagt haben, gibt es denn da noch was, ich höre das so gern und geht es noch mal weiter. Dann haben wir uns zusammengesetzt und Stücke geschrieben und das ist jetzt das Ergebnis. Wollen wir noch mal intensiver reinhören und reingucken. Max Rabe und nicht küssen kann man nicht alleine, sondern für Frauen ist das kein Problem. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Für Max Rabe ist das auch kein Problem. Mit seinem Stil ist er seit über 20 Jahren auf Erfolgskurs. Dies ist das zweite Album, das er zusammen mit Annette Humpe komponiert und getextet hat. Annette Humpe klingt bekannt? Genau, sie war in den 80er Jahren Frontfrau der neuen deutschen Welleband Ideal. Und ab 2004 neben Adel Tawil ein Ich der Band Ich und Ich. Doch Annette Humpe und Max Rabe, wie passt das zusammen? Das ist ja das Schöne, dass wenn man mit Max arbeitet, man nach eigenartigen Themen aussuchen darf. Und ich fand schon am Anfang, küssen kann man nicht alleine, hätte kein anderer singen können. Abgesehen davon, dass sie zusammen sehr produktiv sind, haben die beiden jede Menge Spaß zusammen. Guten Tag, mein Name ist Max Rabe. Verehrte... Und so entsteht ein neues Lied. Man nehme Max Rabe, Annette Humpe, Pianist Christoph Israel und einen Kuchen. Wir treffen uns so um 2 und dann haben wir erstmal Kaffee getrunken. Das sind Kuchenesser, der Max und der Christoph. Ich habe 1 Kilo zugenommen, weil jeden Tag Apfelkuchen... Mit Schlagsahne. Und dann ging es hier los. Ich schlaf am besten neben dir. Und darum schafft es das neue Album direkt auf Platz 3 der Albumcharts. Es bringt auf den Punkt, was uns allen immer durch den Kopf geht. Genau, zum Beispiel diese Erkenntnis. Für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Ja, es schraubt sich irgendwie im Gehörgang fest. Ja. Wie sind Sie da eigentlich mit der Annette Humpe zusammengekommen? Also das sind ja wirklich zwei unterschiedliche musikalische Wege eigentlich gewesen. Ja, und darin liegt der Witz, dass wir sozusagen ganz unterschiedliche Hintergründe haben, aus ganz anderen Ecken kommen. Ich habe sie gefragt, ich wollte gern mal wieder ein Stück schreiben, was so... ein markanter Punkt im Konzertprogramm ist. Und dann haben wir angefangen und dann ging das holterdiepolter so ab, wie beim Ping-Pong-Spiel haben sich die Ideen so gegenseitig überschlagen. Und dann habe ich, war eine Nummer fertig, dann haben wir die zweite und dritte und dann sagte sie, lass uns doch ein Album schreiben. Und so fing es an mit Küssen kann man nicht alleine. Und dann haben wir uns jetzt noch mal zusammengesetzt. Beide aber auch Westfalen, ne? Das verbindet ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen. Ja, wir haben natürlich irgendwie den gleichen Hintergrund und merken dann, wenn wir, obwohl wir so lange schon in Berlin wohnen, dass wir ein ähnliches Vokabular haben oder auch Worte benutzen, die man sonst nicht benutzt im Allgemeinen. Also Stickum zum Beispiel. Wie bitte? Stickum. Also was ist los, du bist heute so Stickum. Da hat sie gelacht, weil sie das Wort natürlich seit ihrer Kindheit nicht mehr gehört hat. Ja. Also Stickum, man ist dann sozusagen ein bisschen mürrisch und in sich gekehrt und so weiter.
So ein bisschen Grantelhuber. Ja, sowas. Es sind so schöne Texte drin. Es gibt einen Song, den ich klasse fand, weil ich glaube, er trifft auch ganz viele Menschen zu. Und mir ging sicherlich lange Zeit ähnlich. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Wenn einer zuschaut, mache ich es gleich verkehrt. Und es ist nicht der Rede wert, ich bin so gut, wenn keiner guckt. Kennt doch jeder. Ja. Wenn man immer sagt, so der Übungsweltmeister zu Hause. Ja, zu Hause ging es noch, ja. Ja. Kennt man ja auch aus vielen Castingshows. Ja, meine Freunde sagen, ich singe so gut, wenn ich alleine bin. Ja, und dann geht es los. Ja, oder Führerscheinprüfung oder Prüfung überhaupt. Und wenn der Hund ein Männchen machen soll, dann guckt jemand zu, dann kann das nicht mehr. Ging es Ihnen oft ähnlich? Oder wie sind mit dem Männchen Gedanke? Machen? Nein, mit dem Hund. Ich habe keinen. Nein. Aber haben Sie es auch in sich gehabt, dieses Gefühl, ja. ich kann alleine eigentlich besser sein? Naja, gut, es gibt schon Sachen, die ich auch kann, wenn jemand zuguckt oder wenn mehrere Leute zugucken. Gucken ja ganz viele zu. Aber das kennt jeder, das ist wirklich so. Es ist phänomenal, dass es noch kein Stück gegeben hat, das dieses Phänomen beschreibt. Ja. Und Sie können nicht ohne Apfelkuchen mit Sahne. Warum? Kuchen in jeder Form. Also bin ich jederzeit für zu haben. So nachmittags gegen 3, 4 Uhr werde ich immer ganz nervös, wenn es keinen Kuchen und keinen Kaffee gibt. Also nicht, dass irgendwas passiert wäre. Wir hätten ja auch einen da. Apfelkuchen mit Sahne. Um die Uhrzeit? Ein kleines Stück. Großer Gott. Aber ich habe gesagt, danke sehr. Besorgt den Apfelkuchen. Das ist ja ein... Da lebe ich 2 Wochen. Nein, den nehme ich mit. Den nehme ich mit heute Nachmittag. Ach so. Die Flüge fallen ja aus. Ich muss ja mit der Eisenbahn nach Berlin zurückfahren. Dann nehme ich das mit. Kann ich das auch mitnehmen? Ja, gut. Meinen auch mit einpacken. Okay. To take away, zum Mitnehmen. Wir wollen ja von Ihnen wissen, für Frauen ist es kein Problem. Warum denn? Warum sind wir uns Männern, die Frauen, so vieles voraus? Sagen Sie es uns. Was haben uns Frauen einfach voraus? Oder was können vielleicht auch Männer besser als Frauen? Per Telefon, per E-Mail, per Facebook oder auch gerne die Fragen an Max Rabe einfach schicken. Rabe, Sie haben ja auch sein besonderes R. Wo kommt das her? Haben Sie das selber kultiviert oder hat sich das so eingeschlichen? Ja, ist Teil der Bühnensprache. Also da bei Gesangsausbildungen lernt man, dass Konsonanten vorne in der Maske gebildet werden. Da gehört das R auch dazu, damit die Stimme vorne sitzt und besser trägt. Dann kommt jetzt Armin Rossmeier. Ach. Der hat auch ein besonderes R, allerdings das Fränkische. Jetzt gibt's was zu essen, schnell rüber in die Küche. Dukte legt, der darf weiterhin in sein Butterbrot beißen. Volle Kanne Frühstück mit Max Rabe. Achten Sie eigentlich sehr auf Figur, Gewicht und sowas? Oder? Ein bisschen schon. Man muss aufpassen, dass man nach den Konzerten nicht richtig zuschlägt und dann sich satt isst. Also, weil es dann immer nachts ist, ne? Ja, weil man dann aufgeregt ist nach dem Konzert und dann isst man irgendwas und das ist dann oft gar nicht so gesund. Wir bekommen immer gutes Essen so gegen 5. Wir haben unseren Koch, mit dem wir auf Tournee gehen. Ach. Und der kocht sehr gut. Der ist immer mit dabei, wenn das Palastorchester durch die Welt zieht. Anders geht's gar nicht, weil wir sehr viele Techniker haben und wir brauchen sozusagen immer jemanden, der mit uns mitfährt, damit wir auch wirklich pünktlich 5:05 essen können. Das geht nicht, indem man ins Restaurant geht. Da kriegt man dann irgendwie gegen 7 dann das erste Essen. Ja, aber gut, Sie haben ja auch, wie meine Tante Inge gesagt hätte, eine lange Seite und vertragen sicher viel oder machen Sie viel Sport auch? Ich bewege mich eigentlich ab und zu ganz gern. So joggen oder? Ich fahre sehr viel Fahrrad, im Sommer schwimme ich viel und solche Sachen. Aber so richtig sportlich bin ich auch nicht. Für Frauen ist das kein Problem, heißt die neue Platte von Max Rabe. Wir wollten ja von Ihnen wissen, was können Frauen besser als Männer oder was können vielleicht Männer dann doch ein bisschen besser als Frauen. Und Frau Hamann aus Köln hat dann eine interessante Theorie, die sagt, schon in der Steinzeit mussten Frauen eben Multitasking betreiben, während die Männer nur aufs Jagen fokussiert waren. Die sind hinter Mammon. Mammon passt vielleicht auch. Ne? Im Mammut und heute hinter Mammon hergelaufen. Genau. Und Jürgen Stock ist Physiker, Diplomphysiker und hat uns gemailt und sagt, ja, Multitasking, also wird seit Jahren kolportiert, dass das Frauen besser können. Stimmt aber nicht. Nach seiner Lebenserfahrung gibt es nur sehr wenige Menschen überhaupt, die das können. Und Frauen sind dabei nicht häufiger als Männer. Ja, bin gespannt, was von Ihnen zu Hause noch kommt. Wir können uns jetzt mal ein bisschen anschauen, wie das Cover zur neuen Platte entstanden ist und die Fotos. Da haben wir beeindruckende Bilder bekommen. Es ist ja wirklich keine Fotomontage, sondern das Palastorchester und Max Rabe sind da wirklich ins Wasser gestiegen und hier kommen die Beweisbilder. Wie kalt war es denn, Herr Rabe? Das war eines der ganz warmen, heißen Spätsommertage. Und wir sind dann an die Havel gefahren, also zum Wannsee.
und haben uns dann ins Wasser gestellt. Aber mit Neoprenanzug drunter? Ehrlich gesagt, einige schon, ich jedenfalls nicht. Der Chef ich, ist da hart. Nein, ich bin da ganz analog. Da sieht man, dass es wirklich sehr warm war. Ja. Und der Smoking ist auch echt gewesen. Ne? Das ist ein wirklich guter Smoking und ein Lob aufs Handwerk. Also wenn man dann den wieder in die Reinigung gibt, ist er wieder fit. Aber es war ein älteres Modell, was ich sowieso nicht mehr auf der Bühne trage. Und die Enten waren speziell angezüchtet, oder? Das waren zufällig anwesende Enten. Wir haben dann das Solo-Foto gemacht und dann kamen immer mehr Enten, die neugierig waren. Und dann haben die Kollegen die mit Brot rangefüttert. Das, weiß ich, ist Ihr Lieblingsfoto. Können wir auch kurz mal ganz rangehen. Das ist das Coverbild, das wir jetzt sehen. Da schwimmt die Ente noch mit Kopf nach oben. Sie mögen das aber lieber, wo die Ente untertaucht. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ist aber nicht, weil das Futter vielleicht unter Wasser von der Hand gehalten wurde. Ja, natürlich, weil das Brot sackt dann ab und sie ist dann hinterhergetaucht. Also, klasse Geschichte. Ja. Ich habe natürlich gar nicht groß auf die Ente geachtet, weil ich ja mich auf die Kamera fokussiert habe. Und dadurch ist das so herrlich beiläufig und auch ein bisschen verrückt. Ja, aber sicher das ungewöhnlichste Fotoshooting für ein Album, das es je gab, oder? Ich glaube schon, ja. Also zumal es wirklich ganz ohne irgendwelche Tricks gemacht worden ist, sondern wirklich bis zum Hals im Wasser mit Originalente. Ja. Wir haben ja vergeblich gesucht nach einem Foto von Marilyn Manson und Max Raabe gemeinsam. Gibt es solche Bilder? Ich habe mal eins gesehen, was gemacht worden ist, aber wo das jetzt erschienen ist, weiß ich auch nicht mehr. Muss man erzählen, wie es zu dieser Verbindung kam zwischen Marilyn Manson, wir können uns das Bild von dem Herrn Manson noch mal selber anschauen, Schockrocker und Max Raabe und dem Palastorchester. Nein. Wie kamen Sie zusammen? Der mag, was wir tun. Also es ist ein, so habe ich es dann später auch festgestellt, ein sehr sensibler, kluger, empfindsamer Mensch. Der mag das, was wir tun. Und der sagt dann, wenn ich heirate, das ist ja schon ein paar Jahre her, dann gibt es entweder Palastorchester und Max Raabe oder gar keine Musik. Und die haben auf einem Schloss geheiratet in Irland und wir haben dann da gespielt. Auf dem Schloss von Hellenwein. Von dem Maler Hellenwein, genau. Der unter anderem dieses legendäre Scorpions-Album Blackout. Ja, ich mit meinem Mammut, jetzt habe ich es jetzt auch, ich will es heute am Morgen auch nicht nochmal. Das muss ein imposantes Schloss sein. Also ja, es war sehr spektakulär und die ganze Party war sehr lustig. Wir waren eingeladen zu spielen und auch mitzufeiern, also es war sehr nett. Und feiern dann Rocker anders, als ein Orchester feiert? Oder? Also auf dem Gebiet sind Musiker dann alle gleich. Ja. Wenn Sie zu Hause noch mehr wissen wollen, immer her mit Ihren Fragen. Per Telefon, Facebook, E-Mail, volle Kanne, ZDF.de. Nutzen Sie die Kanäle reichlich. Wer schön sein will, muss reisen. Ja, denken sich zumindest Jana und Ina und erwägen für den Schritt zum neuen Traumkörper einen Trip nach Prag. Ja, wir haben die jungen Frauen dann bei Brustvergrößerung und Bauchstraffung begleitet. Operiert wird allerdings erst nach Sightseeing und Wellness. Ein echtes Abenteuer und heute wollen wir mal gucken, ob sich die Mühe am Ende auch wirklich gelohnt hat. Annehmen können. Auch Max Raabe, sehr fasziniert von der Welt der Supertiere. Mehr davon morgen bei uns und Sonntagabend ab 19:30 bei Terra X. Welche unglaubliche Fähigkeit hätten Sie denn gerne? Ach, mir reichen meine. Ich weiß nicht, ich würde gerne fliegen können, so einfach losfliegen. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Ich hätte ja gerne das absolute Gehör. Das kann aber auch eine Qual sein. Ja, gibt es Kollegen im Palastorchester, die wirklich jeden Ton genau hören und bestimmen können? Ja, ganz bestimmt. Aber dann ist es, also ich höre relativ, ich höre immer so in der Gesamtheit. Das finde ich angenehmer. Also Leute, die das absolute Gehör haben, leiden fast immer, wenn sie im Konzert sind. Oder wenn Sie Radio außer hören. Außer bei uns. Nein, das ist selbstverständlich. Carsten aus Berlin wollte wissen, hört Max Raabe auch neuartige Musik, zum Beispiel Techno oder einfach nur 20s? Ich finde, dass es momentan sehr gute deutschsprachige Popbands gibt, die mit ihrer Muttersprache wunderbar reimen. Und da bin ich sehr aufmerksam. Heute große Schlagzeile, Rockerkrieg gegen Heino, weil Heino Rammstein-Titel vertont. Wir wollen mal, also Heino, falls du uns zuguckst, ruf mal an. Wir würden mal gerne wissen, was du dazu sagst. Ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Ich glaube, dass die Musiker damit eigentlich kein Problem haben, oder? Ich meine, müssten doch eigentlich ganz entspannt sein, die Rammstein-Jungs. Ich habe keine Ahnung, was er damit macht und was, wie er das anstellt. Also als Rammstein und nicht nur Rammstein, sondern Texte von auch. Rammstein und den Ärzten. Ja. Na, die werden wahrscheinlich schon am Frühstückstisch zusammengezuckt sein, als sie davon gehört haben. Ja, aber Rammstein, haben Sie das zu Hause? Ich kenne natürlich Sachen von Rammstein und ich finde die Texte ehrlich gesagt sehr smart. Also es sind sehr ironische Texte.
der Humor ist nicht so offensichtlich. Aber es sind auch ganz schön und auch teilweise feinsinnige Phrasen. Also Engel zum Beispiel ist ein sehr schöner Text. Warum gefällt der Ihnen so gut? Weil er scheinbar naiv daherkommt, aber doch eine schöne Wahrheit transportiert. Also im Prinzip ist ja der Sinn irgendwie, dass man gar kein Engel sein will, weil das dann... Ja genau, also wer im Leben gut auf Erden wird, nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragt man dann, warum man sie nicht sehen kann. Und dann singen die Engel, wir sind allein, wir haben Angst und sind allein. Und dann ruft der Sänger von Rammstein, bei Gott, ich will kein Engel sein. Ja, das ist provokant, aber doch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja? Wir wollen mal ein bisschen intensiver den Blick auf die Karriere von Max Raabe werfen. Die Kollegen haben ein bisschen was zusammengestellt, bin ich gespannt. Die Pflege sitzt, das Haar glänzt, ein kecker Blick und Max Raabe singt mit heiterer Wehmut. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich roten Mond? Holri, holri, holru. 20er Jahre Flair meets Popmusik, gemixt mit etwas Witz und einem guten Schuss Beobachtungsgabe. Herauskommen wunderbar ironisch-melancholische Sahnestückchen. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft an, Glück bringt es trotzdem. Denn mit dieser Eigenkomposition beginnt sie so richtig, die Karriere von Max Raabe und dem Palastorchester. Mittlerweile umfasst ihr Repertoire weit über 500 Titel, darunter Neuinterpretationen von Original 20er-Jahre-Schlagern. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Aber auch herrlich ironische Neukreationen, wie dieser 2002 entstandene Titel. Klonen, klonen kann sich lohnen, Tiere, Obst und Bohnen. Und Personen. Fast immer mit dabei das Palastorchester. Doch warum eigentlich Palast? Früher war alles irgendwie immer bombastisch. Es hieß schnell mal Palasttheater oder Palastrevue oder Palastkino. Also es wurde immer möglichst großartig aufgeblasen. Das Orchester besteht komplett aus ehemaligen Studiengefährten des diplomierten Baritons. Sie machen keineswegs nur die Musik, sondern sind stets Teil der Show. Die sorgt für Begeisterung und ausverkaufte Säle, von London bis Israel, von China bis New York. Sogar in der legendären Carnegie Hall. Das lässt sogar den immer cool wirkenden Max Raabe nicht kalt. Auch gut 25 Jahre nach Gründung des Ensembles verblüfft Max Raabe mit seiner fantastischen Unzeitgemäßheit. Küssen geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauche ich einen anderen Mund. Max Raabe macht auch Musik zum Gähnen, wie in diesem Fall. Max! Guten Abend, ihr beiden. Ernie kann mal wieder nicht einschlafen. Tja. Könntest du ihm vielleicht ein Schlaflied singen? Aber gern. Dann macht's euch mal bequem und hört gut zu. Am Südpol sitzt ein Pinguin und schaut, ob sein Gletscher taut. Ein zeitloses Phänomen ist er, Max Raabe mit seinem 20er-Jahre-Pop. Seine Lieder treffen eben ins Schwarze. Nur mit seinem neuesten Stück hat er garantiert nicht recht. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Wenn einer zuschaut, mach ich's gleich verkehrt. Und es ist nicht der Rede wert. Ich bin so gut, wenn keiner guckt. Schaut niemand zu, bin ich grandios. Für Frauen ist das kein Problem, heißt die neue Platte von Max Raabe. Ein Mann, der die 20er in unserer Jetztzeit verkörpert, wie kaum ein zweiter in Deutschland. Ich glaube, da gibt es eigentlich völlig das Alleinstellungsmerkmal, oder? Gibt es überhaupt noch jemanden, der so ein bisschen... Doch, es gibt ganz tolle Leute. Also, aber nicht so bekannt dann, ne? Ja, vielleicht. Und jetzt muss man sich mal überlegen, Max Raabe kommt aus einer Familie, die Eltern hatten eine Landwirtschaft im Westfälischen. Wie entwickelt man in so einer Umgebung dann plötzlich diese Liebe zu dieser ganz besonderen Zeit? Wir haben uns auch unsere Fragen gestellt und haben keine Antwort darauf gefunden. Ja.
Es hat sich dann einfach so ergeben irgendwann. Gab es keine Initialzündung? Nein, doch, schon, natürlich. Erstmal war die Musik ja nie ganz weg. Ja. Als ich aufgewachsen bin, gab es sonntags immer Schwarz-Weiß-Filme im Fernsehen mit Heinz Rühmann und so weiter, in dem viel gesungen wurde. Mindestens einmal in der Woche gab es eine Sendung, in der Schellackplatten im Radio vorgestellt worden sind. Aber los ging es mit einer Scheibe, mit einer Grammophonplatte, die im Plattenschrank meiner Eltern war. Und das war so ein Orchesterstück und das hat sozusagen bei mir das ausgelöst. Wie müssen wir uns sonst diese Kindheit vorstellen auf dem Land? So richtig mitgeholfen hatten die Eltern Vieh, Acker? Also ich habe die ersten Jahre waren sozusagen auf dem Land. Später sind wir dann, da war die Geschichte wird dann kompliziert. Aber wir haben ich habe immer draußen gespielt oder gern draußen gespielt und Baumbuden gebaut und meinen Freundeskreis hier mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und alles unsicher gemacht. Also so ein richtiger Lausejunge, oder? Würde man? Ja, lieber Lausejunge. Ein lieber Lausejunge. Und immer auch im Dreck unterwegs und so? Ich hatte immer eine kurze Lederhose, die bis zum ersten Schnee getragen worden ist sozusagen und damit war ich quasi auf der guten Seite. Und dann auch natürlich mit vielen Tieren aufgewachsen? Ja, auf jeden Fall. Heute aber keins mehr, oder? Weil ich hab, ja nein, heute, so. Heute brächte das Ganze. Ich bin so viel unterwegs, ich habe weder Topfpflanzen noch Tiere. Das kann man nur machen, wenn man regelmäßig zu Hause ist. Und das ist bei mir nicht der Fall. Ich würde auch sagen, als, oder in so einer ländlichen Umgebung hat man ja irgendwie auch ein ganz anderes Bild von Tieren. Ne? Also die, ja. Die gehen da nicht zum Kuscheln mit ins Bettchen und nicht auf die Couch. Ja, genau. Also Tiere in der Küche oder solche Sachen hat es bei uns nicht gegeben. Ja. Sehr interessant. Es sind noch ein paar schöne Zuschauerfragen gekommen und eine wunderbare Geschichte, die ich jetzt schon... Ingo von Reuss hat uns ge-emailt und er erinnert sich noch an eine Begegnung im Supermarkt, im Zoo in Berlin, kurz vor Weihnachten, vor ein paar Jahren. Da ist man sich am Kühlregal begegnet und die waren beim Konzert in der Waldbühne gewesen in dem Sommer, hatten das nochmal gesagt und um ein Autogramm gebeten und Max Rabe schreibt sich schön auf irgendeine Verpackung die Adresse auf und pünktlich zu Weihnachten war das Autogramm dann da. Dafür nochmal recht herzlichen Dank. Schön, dass das ist ja auch eine Geschichte, die viel über jemanden aussagt. Eine zweite Chance bekommen, dass unsere Gesellschaft sieht, Menschen können sich ändern und brauchen dann auch ein Umfeld, das ihnen diese Chance gibt. Ja, eine außergewöhnliche Geschichte. Können wir nur hoffen, dass er bei anderen Jugendlichen darauf einwirkt, dass es dann nicht solche Folgen hat wie bei ihm. Wir kommen wieder zu fröhlicheren Dingen. Fragen und Fans von Max Rabe, unter anderem Ulla aus Schweden, aus Hammarö. Kannst du dich, lieber Max, kannst du dich noch erinnern, was du vor anderthalb Jahren in Schweden gesagt hast? Mhm, klar. Sagen Sie? Lack er Captain it Bad Karetne. Ja, das werde ich ungefähr. Aber Sie singen immer bei Konzerten in der Landessprache auch einen Song oder versuchen zumindest ein bisschen was zu machen? Nein, ich glaube, ich habe so ein paar Sachen auf Schwedisch gesagt, aber nicht, dass ich da Ahnung von der Grammatik habe. Aber es ist ja nett, dass sie sich daran noch erinnert. Und ganz, ganz viele sagen, der Rabe, der kann so gut Guten Abend sagen. Ja, bis jetzt haben wir nur morgens, was soll ich tun? Ja, genau. Würden Sie einmal Guten Abend sagen? Für Andrea aus Bayreuth zum Beispiel. Guten Abend. Guten Abend. Das hat gleich so was, fast was Sakrales, nein. Ralf aus Lünen fragt, wann gibt es denn mal ein Konzert in Lünen und gibt es noch Kontakt zur alten Heimat? Ja, es gibt natürlich Kontakt. Das nächste Konzert ist allerdings in Dortmund in der Gegend. Lünen selbst ist zunächst, glaube ich, nicht auf dem Plan, nein. Dann haben wir noch ganz, ganz viele Dinge bekommen in Sachen Frauen und Männer. Das bewegt Sie, ja? Ich spüre, das ist ein Thema, das Ihnen unter den Nägeln brennt. Felix zum Beispiel sagt, bei mir werden Frauen immer sehr schnell müde. Frauen schlafen einfach besser wahrscheinlich als Männer. Und Lobo findet Multitasking bei Frauen super, beim Fernsehen bügeln und ihm das Bier holen. Nein, das ist mit viel Augen. Der Mann hat doch Humor. Genau, der Mann. Frauen sind als das bessere Geschlecht dargestellt, sagt Markus, gegenüber Männern wäre das sehr unfair. Grüße zurück in den Odenwald. Und wir haben viele Männer. Walter sagt auch, die Multitasking-Fähigkeit von Frauen wird überbewertet. Ich glaube, die Frauen gehen entspannter mit dem Thema um. Man kann wahrscheinlich auch kein Pauschalurteil. Es gibt Frauen, die das wunderbar können und Männer, die das wunderbar können. Und umgekehrt wahrscheinlich hält sich das irgendwie die Waage. Es ging ja hier uns darum, was Schönes über die Frauen zu schreiben. Und was ich so auf der Straße erlebe, entspricht eigentlich dem, was ich da singe. Ja. Wir lieben die Frauen. Und einen Koch. Also schnell rüber in die Küche. Armin Rossmeier ist fast schon fertig. Bitte sehr. Wenn der Mann eine Heidenangst vor der Frau habe. Vielleicht sei alles so simpel. Nur nach Angst sieht das hier nicht wirklich aus. Ach was.
Ach, Männer und die Frauen. Für Frauen ist das kein Problem, heißt die neue Max-Rabe-Scheibe. Und wir wollten ja wissen, was Frauen besser können als Männer und warum und wieso dieses Verhältnis so ist. Aber hier, Ellen zum Beispiel sagt, mein Sohn hört immer auf, seine Schnürsenkel zu binden, wenn ich ihn was frage. Also kriegt zwei Sachen nicht gleichzeitig auf. Das könnte mir auch passieren, ja. Auf die Kette. Und Bernhard sagt, wir Männer sind einfach viel wehleidiger auch als Frauen. Wenn wir Männer Kinder bekommen würden, du liebe Güte. Frauen haben einfach mehr Power, sagt auch Chris. Und Wolfgang sagt den Frauen, dass das Schlimme entgeht auch nicht. Wenn die so viele Dinge gleichzeitig machen. Hören zu, sprechen. Zum Glück fehlt Frauen das Imponiergehabe, sagen ganz, ganz viele Männer. Männer sind lösungsorientiert. Und Brigitte aus München sagt, die Frauen sind einfach ein bisschen spontaner und intuitiver, während Männer noch lange prüfen, ob etwas sachlich korrekt ist. Ist das so? Ist an allem was dran? Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie so jemand, der gerne aus dem Bauch raus entscheidet oder jemand, der einfach schon mal genau die Fakten checkt vorher und alles bis ins Kleinste durchplant? Ich habe so die Erfahrung, dass es ganz gut ist, wenn man aus dem Bauch raus entscheidet. Und je länger man darüber nachdenkt, umso verkopfter wird das dann. Und oft sind die ersten spontanen Entscheidungen die besten. Ja. Und dann eine schöne Frage von Sonja, die Max Rabe ganz toll findet, sich aber gerade die Frage stellt, wieso er heute nicht rasiert ist. Glatt wäre doch viel besser. Ich bin, wissen Sie, wann ich hier aufgestanden bin, um diese Frühsendung zu kommen? Mache ich nachher. Nein, aber da werden Sie ja fast, rot dabei. Sieht man das? Nein, aber gibt es die auch mal in der komplett unrasierten Variante? Im Sommer kann das passieren, aber nicht bei Konzerten oder sowas? Nein. Ja. Was ist dann das Wichtigste, was Sie morgens dann vor dem Spiegel checken, neben der Rasur? Krawatte, Einstecktuch oder muss irgendwas immer sein, so zum Look? Eigentlich ist es so ein Automatismus, gar nichts Besonderes. Also ich habe das selten, dass ich ohne Sakko aus dem Haus gehe und bestimmt selten ohne Einstecktuch. Es war ein wunderbarer Vormittag. Wir freuen uns auf das Palastorchester on Tour ab Februar. Jetzt gibt es noch den großen Chat in Sachen Brustvergrößerung, Fettabsorgen und so. Vollekanne.zdf.de. Christoph Specht ist für Sie da und wir sehen uns dann morgen wieder. Um 8:55. Und das Schlusswort hat Männer und Frauen. Nichts ist besser oder schlechter. Wir haben nur verlernt, uns zu ergänzen, sagt Margit. Da hat sie recht. Bis morgen früh. Tschüss.